Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Kings. Ja, ich entschuldige mich erstmal, dass es schon länger keine Folgen mehr gab von Clash of Kings. Das Aufnahmeprogramm hat gespackt, die erste Folge war auch nur so eine Minute. Elefant. So. Das letzte Video war auch nur so eine Minutenaufnahme, einfach nur kurz, um zu übermitteln, was passiert ist. Und ja, also wir haben jetzt 1,6 Billionen Kraft. Weil gestern Stärke höher war. Oh, da werden gleich Truppen fertig. Kann man ein bisschen boosten. So, kann ich mit euch Truppen rekrutieren. Ich sag, sie wird ihm jetzt noch nicht reichen, um beschleunigen. Doch, genau. So, duck, duck, duck. Jetzt haben wir eine Million 16.000 Kraft. Ah, ich will diese Belohnung. Ich will diese Belohnung. So, rekrutieren wir nochmal ein paar schwere Armbrustschützen. Ich glaube, ich kann meine ganzen Beschleuniger drauf hauen jetzt schon wieder, die ich langsam angesammelt habe. Ja, ich habe meine ganzen Beschleuniger eben verloren, weil immer das antike Schlachtfeld und der Drachenkampf, apropos antike Schlachtfeld, ich werde vielleicht eine Folge machen von dem das mal. Also das wird aber erst in der Woche kommen, wieder so in diesem Sonntag in einer Woche. Wenn schon. Ja, ich hoffe, man hört nicht allzu laut die Busse, die durchfahren, weil ich habe das Fenster offen. Ja, so, der Elefant spaziert gemütlich nach Hause und so, was sind meine Pläne? Ja, ich möchte Burg 21 ins Bau setzen vor dem Kill-Event, das der kommt. Ich muss dafür die Belagerungsfabrik noch ein bisschen boosten und hier noch ein Sägewerk ins Bau setzen. Damit, das Sägewerk brauche ich noch, um das um es ins Bau zu setzen, die Burg. Ich will sowieso nicht alle Ressourcen zusammenkriegen für die Burg, daher werde ich ein paar Kisten aufmachen, von denen ich ja genug habe. Ich habe eben 64 Millionen Ressourcen, 64 Millionen Holz oder so in Kisten in meinem Ding drin stehen und irgendwie 3 Millionen Eisen und so. Oh ja, aber ich farme jetzt schon mal, bin gerade hardcore am Eisen farmen. Ja, momentan läuft da wieder das Schatz-Event, also dass man wieder Schätze öffnen kann, das finde ich supi. Denn die Schätze, die bringen gut Kisten ein und wir können mal spenden gehen. Will ich verschwenden, ist die Frage. So. Ja, wir sind über 46 Millionen. Ah, wir sind irgendwie runtergefallen. Was ist schon passiert? Hab nicht mal über 47 Millionen? Naja, was soll's. Auf jeden Fall haben wir diese Kraft zugelegt, 6 Millionen. Ich glaube, in der letzten Folge hatten wir nur 40 Millionen oder so. Und ja, und es gibt noch ein paar Events mehr. Und zwar, wenn man Monster tötet, kriegt man hier Töpfe. Wir können jetzt mal 76 Stück von denen aufmachen und schauen mal, was die Belohnungen sind. Also die Belohnungen sind echt super. Wenn ich ein bisschen zu schnell durchscrolle, könnt ihr sonst das Video anhalten. Es läuft gerade ein Lastwagen durch. Ey, ich mach kurz Fenster zu. So, jetzt soll es ruhiger sein. Sollte es ruhiger sein. Ich hoffe es auf jeden Fall. So, einmal 100.000 Lord XP. Supi. 100 Gold. Sägewerkpower. Oh, das ist toll. Das ist Musik, du. Das Gold können wir gerade schon mal reintun. Aktivieren, nutzen, wie auch immer. Warum funktioniert das nicht? Wieso funktioniert das nicht? Hey, da funktioniert es nicht. Ah, so, jetzt funktioniert es. Okay. So, 100.000 Lord XP. So, ich hatte gerade Probleme. So, da noch 15 mal 5.000 Lord XP. Und 500 mal 174. 174 mal 500 Lord XP. Oh ja, super. So, was gibt's noch? Ja, NWO, also die mächtigste Allianz, hat jetzt über 200 Millionen Kraft, die ein echtes einem großen Problem mit unseren 46 Millionen Kraft haben, da die Arschkarte gezogen. Und ja, hier, also lustig, man muss ja jetzt Silber spenden im König. Und die
Was? Was? Die Halle des Königs, weil es keinen König gibt? Okay. König, ah, ist wahrscheinlich, okay. Ja, ja, der Chinese hat die ganze Zeit versucht, das Silber zu klauen. Die ganze Zeit versucht, ja. Also auf jeden Fall kann ich sagen, der bestschüchste Spieler hat 18, noch hat dann 18 da auch mit. Also er ist auf jeden Fall 5 Prestige, 5er Prestige. Schon noch 18 und ist schon 19. Ich weiß gar nicht. Ne, nur 18,7 Millionen Kraft hat der. So, unser bester Spieler, Drafa, 4 Millionen Kraft hat. Da. Ey, ich komme wahrscheinlich noch nicht in der Liste vor. Nee. Nope. 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 Leider nicht, leider nicht. Oh, wir haben ja hier ein orangeniges Drachenglas. 72% Eisenernahrung! Juhu! Und 40% Holz, Nahrungseinnahmen und. Ah, super ist das. Was soll ich noch sagen? Ah ja, wir haben den ersten 26er in unserer Allianz. Hier, der Rafa eben, der mit 4 Millionen Kraft. Wir können auch mal noch ein bisschen die Kraft durchgehen und so. Hier bei uns. Es ladet momentan echt. Was ist hier los? Ach, vergiss es. Oh ja. Gibt's noch was sonst? Ich glaube ja nicht, ne? Es gibt noch eine. Ah ja, das Kirschenblütenfest-Event läuft ja noch, aber ich habe gar keine Kirschenblüten. Ich habe sie alle aufgemacht vorher. Aber die kriegen gute Belohnungen, die Kirschblüten. Das kann ich euch sagen. Upsala. Das verlange ich euch. Also wenn ihr Kimmer Clash of Kings spielt. Macht die Kirschblüten auf und versucht sie zu sammeln. Die bringen's. Da bekommt man die, wenn man. Die bekommt man, wenn man. Ressourcen farmt und am Wunschbrunnen, den Wunschbrunnen aufmacht. Dann nur Wasserfest in Thailand, ich das glaubt. Oder irgendwo sonst, irgendwo in Asien. Das antike Schlachtfeld, neue Tage. Könnt ihr drauf warten? Dunkle Ritter werden wahrscheinlich eh nie machen, weil das ist eine schlechte Belohnung. Ich wäre mal dafür, dass wir das mal wieder machen. Aber halt, unser Chef ist dagegen und ja, so, wir können auch in die Forschung gehen. Vielleicht finden wir hier noch was Gescheites, was man machen kann. Das kostet das. Ei, zu viel, ich will ja vorgesammelt. Das kostet auch. Ne, gerade so ein 2 Millionen, das kostet einfach mal 2 Millionen Eisen. Und ja, so zur nächsten Folge werde ich wahrscheinlich schon Burg 21 im Bau haben. Je nachdem, vielleicht nehme ich auch gerade morgen wieder eine Folge auf, dann wahrscheinlich noch nicht. Also bis auf Montag hin werde ich die Burg 21 haben. In Bau zumindest, mindestens. Und ja, also ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge Clash of Kings. Bis zum nächsten Mal. Euer Nieder 305. Tschö, Leute.